Ja, das ist cool, echt. Also, das gefällt mir total. Kommst du gerade mal runter? Ja. Ich habe hier gerade einen Hund gehört. Okay. Wir haben irgendwo einen Hund in der Nähe. Oh, ja. Meinst du, man sollte das in der Decke oben so lassen, oder? Ja, lass es. Ja? Ja, Ja, lass. okay. Lass. Okay. Eins, zwei, drei. Das würde bedeuten hier, hier, hier und hier. Ich ahne Schlimmes. Nee, das wird nicht groß, nein. Ich ahne Schlimmes. Das wird wieder so ein Monster-Ding Nein. wie in dem letzten. Nee, ich gehe auf Hausgröße. Das Ich gehe wird nur auf mega Hausgröße. Lager. Ich gehe auf Hausgröße. Passt schon. Komm, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sag Spooky doch und einfach seine alles, was ich Lager. Echt, das finde. ist der Knaller. Ja, das kann man ja später dann noch mit aufteilen, mit anderen kleineren Ja. Lagern. Allerdings, wenn wir doch später das Network haben, ne? Ja. Brauchen wir denn eigentlich noch so viele Kisten? Also so viele einzelne? Ja. Ich finde es halt optisch einfach schön. Also dann hast du die Sachen einsortiert. Oh, also es hat halt einfach Ding, es hat halt einfach was. Ja, okay, alles klar. Aber man muss es ja nicht unbedingt benutzen, man kann ja die Nein, Sachen nein, nein, unten nein. Ich einlagern. meinte jetzt halt nur, weil ich bin, also ganz ehrlich, du hast jetzt mehr Lager, also verschiedene Lagermöglichkeiten, ne, weil du hast ja quasi jedes einzelne Fach ist ja für ein Ding. Ja. So, und so viele verschiedene Sachen gibt es gar nicht hier. Doch, es gibt viele verschiedene Sachen. Aber nicht so viel. Oh, doch. Echt? Die damaligen Lagerfächer, die waren ja so zum, ich glaube, zur Hälfte schon gefüllt. Und wir Mhm. hatten noch nicht mal alle Sachen gehabt. Okay. Wenn du das mal so aus der Sicht betrachtest. Ja, okay. Deswegen denke ich, dass dieses kleine Lager hier. Ja, Ja. nö, dann ist gut. Das Alles ist ja klar. klein, ja. Alles klar. Und für den Anfang reichten das auch auf jeden Fall. Ja, definitiv. Klar. Nee, das ist ja gut, Ja. dann haben wir oben, können wir das dann freiräumen, packen das schön hier Genau. runter. Dann hat man hier unten auch gleich schon Genau, Ordnung genau. und sich hier die Sachen einsortieren. Vielleicht lässt du irgendwo vielleicht hier so in der Mitte hier Ja. frei und da kannst du dann Öfen reinstellen. Das war die Idee. Genau. Dann sind Bitte die war schön die Idee. integriert und dann, ne? Das war ja die Idee. Nee, toll, toll. Absolut, also Kann man machen. Muss kann man nicht, man aber machen. kann man. Nee, also find ich gut. Haus Ja. gefällt mir. Ja, Oh, ist es ist super. übrigens schon wieder dunkel. Oh mein Gott, es ist mitten in der Nacht. Schnell. Oh, ich habe Hunger. Ich bin im Bett. Jetzt machen die ganzen Mobs machen dann Party, wenn wir nicht mehr auf dem Server sind. Oh ja. So. Gut, mit dem Dach müssen wir halt echt gucken, ne? Da müssen wir sehen, ob Ja. das mit der Mutter irgendwie Müssen wir mal Probleme schauen. gibt wegen PEMS. Und wenn Ich kann nicht, mein dann erstes. ist ja okay, dann können wir sie ja benutzen. Genau. Ich kann mein Und dann erstes müssen. Brötchen machen mit der Farm. Warum kann ich. Also ich bin immer zu dämlich mit dieser blöden Springer. Hi, echt. Ach. Was willst du denn machen? Nein, ich mache immer Parkour so irgendwie. Ich Ach muss immer so. Parkour machen. Das ist Okay, ich furchtbar. verstehe. Das ist so eine Angewohnheit. Ich Das machen verstehe. aber viele, ehrlich. Also ich habe schon so viele Minecraft-Let's Player gesehen, die alle immer hier so diese Spring, 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 Spring. Weißt du, und dann immer erzählen dabei. Keine Ahnung warum. Ich mache das mittlerweile auch. Das ist eine Okay. Krankheit. Okay, ich verstehe.
So, okay, Glas brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Was tue ich hier rein? Jo. Holz, Stein, Kram erstmal. Dann können wir gerade mal die Birkendinger noch umhauen. Das packe ich da rein. Oh, ich habe Bohnenmehl. Schön. Ja, von dem einen. Da unten, der jetzt Gott sei Dank weg ist. Ach, der hat doch einen Bogen weggeworfen. Ach, wie nett. Nee, der Bogen, der da drin ist, der ist wahrscheinlich von mir. Nein. In den Tristen. Okay, Nein. Ich hab Bogen. Ja, wir müssen dann aber zwei Bögen in den Kisten haben. Jetzt haben wir zwei Bögen, ja. Ja, dann passt der. Das ja genau. So und aus zwei Bögen machen wir einen Bogen, der ein bisschen besser ist. Ja, und dann bleibt einer auf der Strecke. Ist doch egal. Was willst du mit zwei schlechten Bogen, wenn du einen besseren hast, der noch ein bisschen haltbarer ist? Ja, dann kann aber nur einer damit kämpfen. Ja. Ist doch. Ja. Egal. Nee, passt schon. Passt ja. Schon. Genau. Kann man eigentlich aus Wolle Ding machen? Fäden? Oder kann man nur aus Fäden Wolle machen? Nein, nur aus Fäden. Nicht umgekehrt. Also wir können keine Fäden selber herstellen. Nee, ich glaube nicht. Jein, Moment. Es gibt, ich glaube, es auch irgendwo mal auf dem Weg gesehen zu haben. Kottenpflanzen, ja, also Wolle, ja, Baumwolle. Mhm. Die Dinger machen Wolle und ja. Aus denen kannst du sowohl Fäden als auch Wolle machen. Okay. Dann müssten wir mal sehen, ob wir irgendwo so ein Ding finden. Mhm. Was man hier noch machen könnte, hier innen drin, an der Treppe. Schon wieder? Ach, du bist am Haus, okay. Ja. Ja. Wenn man hier hochkommt, dann rennt man hier gegen den Balken. Wenn man hier noch mal eine Treppe hinmacht und hier den flachen hinmacht, also... Ja. Warte, ob das geht. Ob... Und dann flachen. Ja, klar, geht das. Genau so. Dann. Ja, genau. Natürlich. Weil dann kann man nämlich schön hoch und runter laufen. Ja, nee, klar. Yay. So. Gut. Ah, das sieht so schön aus. Das sieht nach Kirsch- und Vanilleeis aus, der Boden. Ich krieg Hunger. Ja, nee, es passt. Ich finde das gar nicht schlecht. Das passt. Ja. So, jetzt machen wir noch ein paar Drawer mehr. Soll ich auch Zweier- und Dreier-Drawer machen? Zweier und Dreier. Einser und Zweier meinst du? Ja. Puh, also Einser würde ich nur machen für so Bäume, Sachen wie Erde, Kobbel. Genau. Stein. Aha, was halt einfach an Massen da ist, weil du halt mehr in die Kiste kriegst. Zweier, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich noch nie Zweier benutzt. Entweder Einser oder halt die großen. Die Vierer. Okay. Haben wir denn noch irgendwo? Da haben wir noch Birkenholz. Hier oben haben wir kein Birkenholz. Okay. Ich bin mal wieder unten. In meinem Keller. Tschüss. Tschüss. So. Oh mein Gott, ehrlich, ich muss mir so eine blöde Birke vor die. Also echt, ich laufe hier, boom, platzt mir so eine Birke vor die Nase. In your face. Ja, aber wirklich. So. Sag mal, wächst dieses Viehzeug hier oben eigentlich auch? Ja, ich habe schon geerntet. Echt? Aber langsam. Es wächst langsam, aber stetig. Gibt es da nicht eine Beschleunigung? Keine Ahnung. Du fragst Sachen. Progressive Automation. Pass mal auf. Manchmal gibt es ja. Manchmal, aber nicht immer. Warum? Pro? Was? Hä? Wer? Ach so, der sucht nicht nach den Dingern. Aha. Hä, das ist ja blöd. Ja. Ich dachte, man könnte auch nach. Obwohl, Moment, Item? Nee.
Ach, hier gibt's auch einen Cheating-Mode, ist ja interessant. Item aber halt kann man, glaube ich, so nicht nutzen. Enable, choose the list of items, enable color, missing hide items, missing world. Okay, das haben wir. Search options, da will ich hin. Require for name. Alles klar, okay, das passt. Gut, weiß ich Bescheid. Chup, 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 chup. Pop. Progressive. So, halt. E. Alles klar. So, was haben wir denn da? Es gibt eine Ranch. Alles klar. Es gibt einen Farmer. Du kannst... Ach, kannst nee, ich suche nach was ganz anderem. Ich will wissen, ob es hier ein Buch gibt. Das gibt es aber nicht. Weil meistens gibt es Bücher, in denen man sozusagen noch mal ein bisschen nachlesen kann, wie Dinge funktionieren so. Und so. Manche Mods bringen das mit. Direkt im Spiel drin, oder? Ja, genau. Nee, gibt's aber leider nicht. Ist aber hier nicht. Alter, das ist auf Tree Mission placed. Du verlangst zu viel von dem Spiel. kann ich noch so einen hier bauen? Nee, zwei Kisten zu wenig. Blender? One block below. So. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich lese gerade. Sag mal, kann das sein, dass ein Stone Planter vielleicht schneller ist als ein Wooden Planter? Ja, wir haben ja Stone Planter. Achso, wir haben Stone Planter. Ja, also du hast im Prinzip, je höher es ist, umso schneller ist es halt. Deswegen habe ich ja keine Holz gemacht. Du hast ja Holz, dann kannst du Stein, Eisen und Diamant machen. Ja. Genau. Und die Dinger, die du da hast, die kannst du dir upgraden. Wenn Alter. Du zum Beispiel sagst, ja? Oh, das ist teuer. So ein Iron-Ding ist ja richtig teuer, mein lieber Mann. Deswegen Eisen. Ich würde immer maximal Eisen nehmen. Ja, aber das ist ganz schön teuer, ne? Ja, die Sache ist halt die, wenn du die Upgrades dafür machst, ne? Mhm. Da brauchst du dann ja auch Diamanten für die Upgrades. Deswegen, für die Pflanzdinger reicht eigentlich komplett Stein. Wenn du dann ein größeres Feld außenrum hast. Wir können Upgrades machen, aber dann braucht man halt Redstone. Redstone können wir keine Upgrades mehr machen. Ja, okay, alles klar. Okay. Dann sollte das definitiv eins unserer nächsten Ziele sein. Redstone? Mhm. Ja. Na? Dass wir hier nicht ein Nahrungsproblem bekommen. Mhm, aber wir können ja auch noch so Felder machen. Ja, aber die wachsen echt lahm. Ja, die Felder, die normalen, da ernte ich ja hin und wieder mal und werfe auch was in den Ofen rein. Ach, deswegen, alles klar. Ja. Ich würde sagen, aber am nächsten Tag renne ich mal kurz rüber zu den Nachbarn und hole Kartoffeln und Karotten. Ja. Weil die sollten eigentlich auch alle reif sein da drüben, wenn die sich selber schon geerntet haben. Ja. Eben. So. Okay. Ich glaube, ich werde das hier noch ein bisschen. Nee, ich rede mal wieder mit mir selbst. Ach so, okay, ich verstehe. Wie immer. Du machst den LPT alleine mit. Ja, dir. Natürlich. Mache ich immer so. Ich merke. Nee, so. Wir brauchen echt mehr Essen. Das ist echt tricky jetzt im Moment hier. Ja, es wird knapp, ich weiß. Es wird knapp. Deswegen ziehe ich jetzt echt mal ein bisschen mehr. Verdammt. Setze ich hier noch ein paar Felder mehr drauf. Wird schon wieder dunkel? Oh ja, es wird schon wieder dunkel. Ja. So, das ist jetzt auch blöd. Warte. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Voller Begeisterung. So. Oh mein Gott, das ist blöd. Ich komme gleich. Ich erscheine. Ich bin hier unten beim Feld. Okay. Ich
bin. Oh, das geht ja noch. Gerade Sonnenuntergang. Nee, halt Mondaufgang. Sonnenuntergang. Dann ist doch gut, dann ist doch alles okay. Ja, ich würde trotzdem langsam Richtung Bett. Ja, ich komm. Definitiv. Ich bin auf dem Weg. Jetzt. Bist du schon im Bett? Nee, ich bin hier. Ui. Verdammt! Ja, ich wollte schneller sein. Tja. So, okay, gut. Deine Samen liegen hier immer rum und ich sammle die immer auf. Ja, ich bin ja hier gerade am Arbeiten. Ich habe immer Birkensamen in meiner Tasche. Ja, solange du nicht woanders hast, ist ja alles in Ordnung. Mensch. Immer diese Beschwerden. Ja, ne? Ja. Und diese einen hier sind ja auch gleich schon hier oben fast wieder fertig. Die Siedlinge hier. Umso mehr Updates werden einfach oder halt Upgrades bekommen, umso besser läuft das Ganze. Okay. Also umso mehr hast du, umso mehr wird dann halt auch produziert. Also von dem her ist das eigentlich ganz gut. Alles klar. Kein Problem. Dann müssen wir halt irgendwann mal Redstone farmen gehen. Das kriegen wir definitiv hin. Wie gesagt, Höhle da unten ist riesig. Und da kann man schon irgendwie weiter nach unten kämpfen. Was wir auch machen könnten, ist einen Steingräber zu bauen und dann automatisch graben lassen. Und wenn der Redstone findet, dann... dann, wenn das nicht zu teuer ist und jetzt schon machbar ist, warum nicht? Da kann man Redstone mit Stein abbauen oder braucht man dafür Eisen? Redstone... War, glaube ich, Eisen, oder? Ich glaube, es ist Eisen, ja. Dann bräuchten wir einen Eisen Abbauer. Moment. Ja gut, Eisen zu finden ist jetzt nicht so das Problem. Das ist ja relativ schnell gefunden. In ausreichender Menge. Da muss man nicht extrem tief gehen, oder? Oh mein Gott. Oh Gott, ich weiß die blöden englischen Namen nicht. Das ist nervig. Den? Wo sind denn die Abbaudinger? Miner? Ja, Miner, genau. M-I-N-E-R? Ja, ich hab schon. Aber wir brauchen eine Eisenspitzhacke und dreimal Eisen und einen Eisenblock. Also sechsmal Eisen, Ingots und einmal einen Eisenblock und eine Eisenspitzhacke. Gut. Wir haben 18 Eisen hier und hier habe ich vorhin Eisen reingelegt. Hast du das schon wieder aber raus? Eigentlich blöd, weil Dann war's das. Ja. Okay. Nee, dann lassen wir das mit dem Miner, ich würde sagen. Moment. Ach, nee, weil hier, warte, 23, du hast das separat gelegt. Mir so. Bitte einmal zu. Wenn der gräbt doch nur gerade runter. Du brauchst Upgrades, um im Prinzip einen größeren Radius graben zu können. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ah, okay. Deswegen lohnt sich's, glaube ich, jetzt noch nicht. Alles klar. Bräuchten wir erstmal Redstone. Gut, weil 41 haben wir definitiv. 41 Eisen. Okay. Die sind da. Okay, nee, dann lassen wir das erstmal so, okay, wie es ist. Und können ja gleich mal in eine Höhle reingehen. Nein. Was? Nein. Nein. Doch. Nein. Immer guckst Menschen, du auf dein Handgelenk? Und dann? Ja. Naja, was hat man normalerweise am Handgelenk? Die Uhr? Ja. Boah, 21 Uhr. Ja, nein, ich muss dann langsam Pause, also nicht Pause, sondern raus. Feierabend. Genau. Okay, nee, ich habe. Wir können natürlich gerne die Tage weiter. Gar keine Frage. Der Woche ist bei mir schlecht. Ich habe momentan so viele Überstunden, da geht gar nichts. Dann machen wir das unabhängig voneinander. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja? Oder jeder für sich.
Oder jeder für sich, ist ja kein Problem. Genau. Ja? So, dann kann ich, oder dann gehe ich zum Beispiel die unten da ein bisschen weiter graben, hole raus, was ich noch kriege, guck mal nach dem Dach, na, dass wir das gelöst bekommen. Da müssen wir eh mal, das mache ich nachher wahrscheinlich, da gucke ich mal wegen der Mod, ob die Probleme macht. Oder warum wir da so komische Blöcke halt haben. Dann, ja, warte aber erstmal, bevor du die rausreißt. Ne? Nee, ich reiße auf dem Server nicht raus, sondern. Eben, genau. Erstmal warten. Das gucke ich lokal nach. Und ich gucke auch, wie wir das mit den IDs eventuell hinbekommen. Okay. Ne? Falls die Mod Probleme machen sollte. Ne? Kann ja auch eine andere Mod sein. Wissen wir jetzt noch nicht. Wie wir die IDs da rausbekommen. Aber, wenn du jetzt mal da guckst, ich habe ja eigentlich, oder wir haben ja eigentlich groß nichts geändert gehabt zu dem damaligen Mod-Paket. Außer, dass wir neue Versionen haben. Ja, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Nee, eigentlich nicht. Nee. So. Eigentlich nicht, nein. So, gut. Das Lagerding hier unten ist ja eigentlich schon fast fertig. Aha. Also, man hat schon mal Lagerfläche. Aha, ich komme mal runter. Na, gehst du runter? Oh mein Gott. Ich fühle mich direkt wie zu Hause. ich fühle mich wirklich wie zu Hause. Ist wie früher so. Ja, schön. Oh je, oh je. Oh Mann. Coole Sache, coole Sache. Das ist nett hier unten. Das ist super nett, ja. So, hab ich was, denn was machst du für einen Boden rein? Ich habe mir überlegt, vielleicht genau wie oben, dass halt doch eine gewisse Symmetrie halt besteht. Ja, okay, also quasi hier so zweigeteilt, Balken und... Genau, also im Prinzip identisch wie von oben nach unten. Ist doch okay. Genau, das war die Idee. Und wir sollten vielleicht nach hier unten hin irgendwie... So machen, dass kein Besuch reinkommt. Ich glaube eigentlich nicht, das ist ziemlich ausgeleuchtet da unten. Sicher ist sicher. Ja, nee, natürlich, klar. So, genau, ich renne nochmal ganz kurz zu den Nachbarn rüber. Ja. Ja, kommst du mit oder nicht? Oder doch? Oder? Ja, komm, ich gehe nochmal eben mit. Allerdings, ich habe echt. Oh, ich habe Hunger. In unterwegs muss ich irgendwas essen. Ess den Hasen, der da rumhoppelt. Ja, oh, schmeckt der nicht. Ups. So. Dieser Herr, der Kohle zu Emeralds gemacht hat, nimmt der auch Holzkohle oder ist der da zu fein? Das weiß ich nicht. Das hat er mir nicht verraten. Oh, das Bären. Dofi. Bären. Noch mehr Bären. Lecker. Ja, und noch mehr Bären. Die nehme ich jetzt alle mit, die esse ich. Gut. Ich ernte hier auch schon die ganzen Bären. So. Da oben, ne? Da ist ja auch noch ein Feld. Was ist denn hier? So. Kartoffeln habe ich schon mal. Gut. Kartoffel ist eigentlich super. Das ist ja viel besser als Brot. Ja. Wobei in der Menge halt. Oh, ich habe eine giftige. Oh Gott, hier sind ganz viele Bärenbüsche. Hier habe ich auch noch Kartoffeln. Karotten, Weizen. Oh mein und Gott, Kartoffeln. Wie viele Bärenbüsche. Sollen wir die ein bisschen plündern? Die Nachbarn? Ich bin ja schon fleißig dabei. So ganz still und heimlich. Ich pflanze allerdings auch wieder welche an. Ja, das habe ich auch vor. Ich habe gerade nur die ganzen Bären gesehen und habe gedacht, ja. Weil dann ist halt nämlich sozusagen unser. Backup, genau. So. Bam, bam. So, hier haben wir Weizen. Mit dem wollen wir ja nicht geizen. Dann wieso? Hier die. Stackt, okay, das stackt's.
So, und das hier sind wieder Kartoffeln. So, also Essen sollten wir, glaube ich, für den Anfang haben. Gut, dass wir hier das Dörfchen gefunden haben. Ja, das ist definitiv gut. Aber wirklich. So, und jetzt drüben auch nochmal Weizen. Ups. So. Herr Nachbar, ich ernte Ihr Feld ab. Ist das in Ordnung? Geht das klar? Hat da nichts gegen. Ja, ich merke, er guckt mich nur an. Oh, der macht 16 Fleisch zu einem Emerald. Sehr, sehr, sehr verschwenderisch. Cool. Hast du Karotten gefunden? Ja. Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles. Es ist ja schon wieder dunkel hier. Ja, genau deswegen. Oh, schnell nach Hause. Oh. Da ist nochmal ein Feld. Welches? Da oben das? Mhm. Das habe ich geerntet. Nee, das hier. Das ist nicht geerntet. Ah, da unten. Alles klar. Nee. Ich muss nur aufpassen. Es wird echt. Es ist schwanzdunkel. Mhm. Oh, die roten Beeren, da frisst die ja echt extrem schnell runter. Ja, die bringen gar nichts. Also schon was, aber. Doch, sehr die bringen wenig. Schon, aber da brauchst du halt eine Menge von. Ja, genau. Ich höre eine Spinne. Ja, da ist irgendwie ein Hohlraum in dem Hügel hier drin. Ach so. Ein hohler Hügel. So. Pflanze ich hier nochmal schnell drauf und dann können wir rüberrennen. Gut. So, ich komm. Kannst du schon mal loslaufen? Klar. Bist du das da vorne? Ja, das bist du. Nee. Mundblende. Nee, das ist ein getarnter Creeper. Ja, aber die dein Namen. Das ist Absicht. Die machen das jetzt so. Der cheatet. Warte ab, bis du den ersten Creeper siehst. Warte ab. Wie hole ich dich eigentlich ein? Weil ich immer wieder langsamer werde. Ach so, okay. So, ich werde jetzt noch einmal kurz schlafen. Mhm. Oh, so. Dann packe ich das Essen in die Kiste. Mhm. Und dann hat derjenige, der als nächster hier auf dem Server ist, genug zu essen. So, ich werfe mal die Kartoschgas in den Ofen. Oh, ja. Ups, dann werde ich mich anschließen. In welchen? Dort, wo der komplette Stack drin ist. Okay, dann. Dann. Da. Passt. Gut, so, dann habe ich schon noch ein bisschen Brot. Was? Ich krieg da nur 4 Dinger? Oh Gott, ist das mickrig. Was, 4 Dinger? 4 Kartoffeln. 4 Brote. Ich hab 14. Das ist ja voll übel. Ja, Karotten habe ich auch. Okay. Ja. Die habe ich schon da reingepackt. Gut, das tue ich auch da rein. Weizen. Das behalte ich mal, was ich nicht so will. Ah, da ist noch ein Weizen. Noch ein schön, Brot mehr. So. Und ich würde sagen, ich stelle mich hier oben hin, weil wenn despawn und respawn bei Serverbesuch, dann ist es hier oben, glaube ich. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Genau. Ja, schön. Warte, ich tue noch andere Sachen eben weg. Bruno, der Braunbär. Ist er wieder da? Der steht da hinten, der dreht mir den Arsch zu. Ah, Bruno. Oh, ich habe Bruno vermisst. Oh. Doch, ich glaub, ehrlich. Ich muss ihn einsperren. Die ganze Zeit war Bruno irgendwie überhaupt nicht mehr in der Nähe. Ja, der hat gedacht, oh Gott, die machen alles kaputt, ich hau ab. Tschüss. Na, gehst du jetzt hoch? Ja, alles klar. Also. Hüpfen, ja, springen, auf. Laufen. Oh Gott, ich wette, dass ich runterfalle. Nein, ich falle nicht. Geht doch. Wo ist Bruno? Da hinten. Richtung Dorf. Unten. Bruno? Ich sehe Bruno nicht. Am Fluss? Echt? Ich sehe ihn nicht. Ist auch egal. Was? Nein, ich sehe ihn echt nicht. Ist auch egal. Macht nichts. Nicht schlimm. Guckst genau die richtige Richtung. Ja, aber ich sehe ihn nicht. Nö. Okay. Irgendwie stimmt der Winkel bei mir nicht. Ist wurscht. Was? Ist egal. Dann halt nicht. Dann riecht man halt nicht. Genau. Wir sollten übrigens die Kühe da drüben auch noch irgendwie einpferchen, ne? Ja, die stehen eigentlich schon die ganze Zeit da und gucken dumm rum. Ja, aber dann können wir sie auch direkt vermehren. Ja.
Kann man auch automatisch vermehren lassen. Leder und so wäre nicht übel. Glaub ich. Ja, das kann man ja machen. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, liebe Zuschauer. Ja, ich ebenfalls. Ja, danke, danke. Ja. Hat Spaß gemacht, hat mich gefreut, mal wieder ein LPT im Minecraft zu machen, seit Ewigkeiten. Oh ja. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie sich das ergibt hier noch weiter. Also was noch alles passiert. Bis wir die Legs kriegen, ne? Jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Nein, ich meine so generell. Also was draus wird, ne, wie sich es halt einfach entwickelt, ja, ob noch ein paar Leute dazukommen und wie diese ganze grüne Fläche hier schön bebaut und bepflanzt und so. Ne? Ja. Fände ich schön. Das wäre schön, ja. Genau. Ja, müssen wir mal gucken, was draus wird. Ist ja jetzt gerade mal, der Server ist ja gerade mal 3,5 Stunden alt. Ja, eben, eben. Ja. Ne? Und ich würde sagen, wir können ja auf 20 Minuten Folgen gehen. Können wir gerne machen. Ja, weil sonst haben wir bis zum nächsten Jahr genügend Folgen. Ja, das stimmt. Gut, dann. Gut. Grüß dich, lieber Bruno der Braunbär. Grüß dich, liebe Wilteraner. Und hallo, schönes Kirsch-Vanille-Eis-Haus. Ja. ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Zum Glück haben wir PvP nicht drin. Wir sind zu weit auseinander. Nee. Ah, doch, stimmt. Ja, genau. Wir haben kein PvP drin. Ja, Gott sei Dank. Genau. Bis dann. Okay. Tschüss.